Heiner Lauterbach, es freut mich total, dass du da bist. Wir dachten, wenn du schon mal hier bist, dann möchten wir dir gerne etwas mitgeben. Im Saarland ist es quasi Gesetz, dass alle Speisen mit Maggi gewürzt werden. Also du wirst vermutlich heute ja noch essen, da kommt Maggi drüber. Aber nur, wenn du es schaffst, 103,7 Sekunden lang nicht Ja oder Nein zu sagen, okay? Okay. Geht's dir gut heute? Ziemlich. Ich muss dich direkt darauf ansprechen. Du hast deine Karriere gestartet als Pornofilm-Synchronsprecher. Nicht gestartet. Aber du hast es mal gemacht. Das war mal Teil meiner Arbeit. Kann man da Geld verdienen damit? Ganz gut. Gibt es so einen Satz, der dir noch in Erinnerung geblieben ist von damals? Nicht wirklich. Wenn man mal so zu den Anfängen guckt und dann heute mit heute vergleicht, ist das ja quasi wie Tag und Nacht. Du spielst einen Serienmörder in deinem aktuellen Film, Ein schmaler Grat. So ist das. Kann man sich auf so eine Rolle überhaupt vorbereiten? Und wie? Wie bereitet man sich darauf vor? Intensivst möglichst. Man liest das Buch. Man spricht mit den entscheidenden Menschen. Zum Beispiel dem Regisseur, dem Autor, dem Produzenten. Und da macht man sich an die Arbeit. Du hast ja auch schon oft den Til Schweiger-Film mitgemacht. Zum Beispiel Zwei Ohrküken warst du dabei oder Schutzengel jetzt. Machst du so lustige Filme lieber als so ernste Filme? Das kommt drauf an. Worauf kommt das an? Auf die Rolle, im Wesentlichen. Du hast Drogen genommen, du hast die Filme synchronisiert, du hast mal im Knast gesessen in Indien. Bist du ein strenger Vater? Manchmal. In welchen Situationen? In erzieherisch schwierigen Situationen. Wenn meine Frau zu weich wird. Dann stelle ich jetzt meine letzte Frage. Magst du Maggi überhaupt? Und wie? Dann ist das der perfekte Preis für dich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine original saarländische Flasche Maggi. Vielen Dank. Ja, wir sind wirklich eine Maggi-Familie. Ihr seid eine Maggi-Familie? Ja, also die ganze Familie ist Maggi-Fan. Kannst du kochen? Ich koche wahnsinnig gerne, aber jetzt nicht außergewöhnlich gut. Wir machen ganz gut einen Salat, verschiedene Salatsoßen und so einfachere Sachen. Aber ich bin jetzt kein guter Koch. Dann versprich uns bitte, dass das nächste Gericht mit dem Maggi gewürzt wird, das wir dir geschenkt haben. Entschuldigung, dass er so ein bisschen einsilbig war, aber das ist natürlich auch eine schlechte Voraussetzung, wenn ihr die Leute so anfixt, die dürfen nicht Ja und Nein sagen, dann sind die natürlich sehr hoch konzentriert und geben dann so einsilbige Antworten. Aber das wolltet ihr so wahrscheinlich. Wir haben das letztes Jahr mit Anna-Maria Mühe gemacht und sie hat uns hinterher gesagt, sie hat noch nie so ein souveränes Interview gegeben wie bei uns, weil sie sich so viele Gedanken über die Antworten machen musste. Das ist richtig, vielleicht sollte man das immer machen, ja. Danke. Okay, gerne.